Ja, hallo Freunde, neue Folge vom Kühnes Kochkanal. Wir wurden eingeladen zur Challenge unter 1000 Abonnenten. Haben wir natürlich angenommen. Nominiert wurden wir von Bacon Chris. Da solltet ihr unbedingt vorbeischauen. Der hat super leckere Sachen, klasse Videos. Auf jeden Fall reinschauen, Abo dalassen. Ja, dazu gehört es, dass wir auch Kanäle nominieren unter 1000 Abonnenten. Das werden wir jetzt tun. Kanal Nummer 1 wird sein Cook with Clochius. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ja, als zweites nehmen wir die Barbecue Pyro Friends. Und last but not least, die dritte Nominierung ist die beiden Grillen. Schaut auf jeden Fall bei diesen Kanälen mal vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. Die machen super Sachen, super Videos. Lasst ein Abo da. Ja. Ja, und wir machen heute, ja, gehört ja auch dazu, ein Rezept. Was einfach ist, was Leckeres, haben wir schon mal gemacht. Deswegen gibt es heute auch keinen Abspann. Wir machen einen Ziegenkäsesalat. Ja, schaut es euch einfach an. Und wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und Film ab. Für unseren Salat benötigen wir folgende Zutaten. Die Hauptattraktion, das soll der Ziegenfrischkäse werden. Semmelbrösel oder Paniermehl und Mandelblättchen, die mischen wir dann noch. Tomaten, ein Ei, Mehl, Feldsalat, Aprikosenkonfitüre, Pfeffer und Salz, etwas Butterschmalz zum Ausbacken. Essig und Olivenöl. Und wie so oft habe ich wieder was vergessen, Minzblätter kommen noch dazu. Die werden mit unter das Dressing gemischt. Hier habe ich nun 1 Esslöffel Aprikosenkonfitüre, 3 Esslöffel Essig, Salz und Pfeffer und dazu kommen noch 4 Esslöffel Olivenöl in einen Gefäß gegeben und das Ganze werde ich kräftig vermischen. So sieht nun unser gemischtes Dressing aus. In eine Schale habe ich nun das Dressing gegeben. Darauf kommen jetzt die Tomaten und der Feldsalat. Und dann sehen wir uns wieder. Feldsalat und Tomaten sind nun auf dem Dressing gelandet. In der Zwischenzeit habe ich die Minze klein gehackt und die wird nun auf unseren Tomaten verteilt, aber noch nicht untergehoben. Die frische Minze, sie riecht Wahnsinn. Nun bereite ich unsere Ziegenkäsetaler vor. Ich habe hier eine Panierstraße aufgebaut, Mehl, Ei. Das Ei habe ich übrigens mit Salz und Pfeffer kräftig gewürzt. Und danach kommt das Paniermehl mit den Mandelblättchen. Vorbereitet habe ich nun schon unseren Ziegenfrischkäsetaler. Der wird als erstes in Mehl gewendet. Danach geht es ins Ei und dann eben in die Semmelbrösel-Mandelmischung. Nach unserer Panierstraße sehen unsere Ziegenfrischkäsetaler dann so aus. Nun werde ich Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und sie goldgelb ausbacken. Die gebratenen Ziegenkäsetaler können nun noch auf einem Küchentuch abkühlen und abtropfen und dann ist es auch schon soweit. Der Salat kann angerichtet und serviert werden. Den Salat mischen wir nun vorsichtig durch, richten dann die Ziegenkäsetaler drauf an und
Dann geht's ans Essen.